Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen XXL Teddy Schnäppchen-Haul. Wir waren bei Teddy und da gab es super viele Angebote, alles reduziert, ganz viele Kisten. Vielleicht habt ihr das in dem Vlog gesehen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall war ganz viel unter einen Euro reduziert und wir haben natürlich zugeschlagen und ich glaube, wir haben 30 € ausgegeben insgesamt. Und ich fange direkt mal an. Und zwar, womit fange ich an? Ich fange an mit etwas langweiligen. Und zwar haben wir uns FFP2, das ist richtig, ja, zwei Masken geholt und die sind richtig cool. Da sind verschiedene Farben drin. Hier sind, glaube ich, 12 Stück drin für 20 Cent. Und das Tolle ist, da sind beige drin, pinke und blaue und so weiter. Und damit haben wir uns ein bisschen eingedeckt. Wir haben davon ein paar Pakete mitgenommen, weil für 20 Cent kann man die mal da haben. Eventuell wird es ja auch Pflicht wie nennt man das? Erste-Hilfe-Kasten im Auto, aber ich denke mal, dann sind die eh im Erste-Hilfe-Kasten drin. Ist ja auch egal, die Farben sind schön und momentan muss man die auch noch beim Arzt tragen und deswegen haben wir uns die nochmal mitgenommen. Und so eine OP-Masken haben wir auch mitgenommen. Die haben auch 20 Cent gekostet, in Schwarz und in Rosa. Ja. So, das waren die langweiligen Sachen. Jetzt wird es spannender. Und zwar, wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist unser Hund, der spielt gerade. Und zwar habe ich mir Haarspangen geholt von Invisibobble. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind halt so, naja, die sind halt so gewellt. Genau, die habe ich mir mitgenommen. Die haben jeweils 20 Cent gekostet. Zwei Pakete habe ich mir da mitgenommen. Dann hat sich mein Robert hat sich Schleifpapier mitgenommen. Das war auch sehr günstig. Da sind 24 Stück drin für 55 Cent. Und das hat jetzt also ist 150. Ja. Also so ein schönes Mittelding, ist jetzt nicht so grob, aber auch nicht super fein. Dann haben wir, beziehungsweise mein Robert hat sich eine Flaschenbürste mitgenommen. Und wie schön kann eine Flaschenbürste sein? Ja, Flaschenbürsten kann man immer mal wieder auswechseln und gebrauchen. Die hat jetzt 1 € statt 2 gekostet. Achso, soll ich euch die Normalpreise noch sagen? Zum Beispiel die Masken hätten 7 € gekostet. Genau. Dann haben wir, also hier so Kabelzeug, war auch alles runter reduziert auf 1 €, haben wir ein Micro-USB-Kabel mitgenommen. Dann gab es Schreibwaren. Viele Schreibwaren waren auch reduziert. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich schreibe sehr gerne mit Füller in der Schule. Und dafür braucht man auch ab und zu mal einen Tintenkiller. Und da haben wir 3 Stück mitgenommen, also 3 mal 2, also 6 Stück. Und jeweils 1 € haben die gekostet. Und ich glaube, bei Pfennig-Pfeiffer, ich will nicht lügen, aber ich meine, die haben sogar über 3 € gekostet. Regulär 2 Stück. Bin mir unsicher. Auf jeden Fall, ja, Tintenkiller sind nicht so günstig und die ganz günstigen, die sind auch nicht so gut. Genauso wie Tipp-Ex-Mäuschen. Die sind auch relativ teuer. Und hier sind 6 Meter drauf, 2 Stück für 1 €. Und ja, die hätten regulär zum Beispiel 3 gekostet und die Tintenkiller bei Teddy 2 €. Also ich glaube, die wären regulär schon dort günstiger. Dann gab es Bastelglitter, Bastelglitzer, der ist richtig schön. Ich finde auch die kleinen Fläschchen schön in Gold, Silber und Pink für 55 Cent. Dann gab es noch was zum Basteln. Ihr wisst ja, ich bin so eine kleine kreative Maus, auch wenn ich es nicht oft auslebe, aber ich habe immer gerne was da, wenn ich zum Beispiel Fotoalben oder sowas mache. Und das ist so ein selbstklebendes Glitzerpapier, das habe ich schon oft in Teddy gesehen, und dachte, 2 €, und dann benutzt es doch nicht, aber ich glaube, ich werde es benutzen, weil das auch relativ viel Gold drauf hat, jetzt nur noch 1 € gekostet. Dann, wo ich auch schon oft hin und her gelaufen bin beim Teddy oder allgemein überall, findet man ja überall, sind solche Körbe. Und wie schön ist dieser Korb? Er ist gold und er ist korbig. Ja. Er ist wunderschön. Der hat 2,55 € gekostet. Ich meine, die kosten regulär 4 oder 5 €. Und ich finde den so, so hübsch. Und ich glaube, ich werde den in mein Bad stellen. Und eine Roomtour wird wahrscheinlich auch noch kommen. Weil jetzt sind wir bald. Warum mache ich das? Jetzt sind wir bald fertig. Also. Wie lange wohne ich da jetzt schon? Über ein halbes Jahr und immer ist es noch nicht, also es ist halt noch nicht so fertig fertig, weil ich habe auch nie Zeit, das irgendwie so hinzustellen oder umzuräumen und es fehlen halt auch noch Bilder und ja, ich möchte halt, wenn ich euch die Wohnung zeige, dass sie so ist wie, also ich,
wird sie euch erst zeigen, wenn ich auch jemanden zu mir einlade. Also wisst ihr wie? Ja, ich will mich halt da sehr wohlfühlen und so. Aber die Wohnung ist schon echt toll geworden. So, dann haben wir einen kleinen Aschenbecher mitgenommen. Genau, der ist fürs Auto. 55 Cent hat der gekostet. Und oh, da war schon Müll drin. Jetzt ist er auf dem Teppich. Ja, ich wollte schon ewig einen Aschenbecher im Auto haben. Jetzt habe ich einen. Dann gab es noch so eine kleine Isolierflaschen. Davon bin ich auch super begeistert. Ich habe davon noch in der Schule immer eine mit. Und die hat auch 55 Cent statt 2 Euro gekostet. So, was hat sich der Robert hier mitgenommen? Eine Nerf Gun. Eine Claw QS4, wie auch immer. Genau, die hat 2,55 Euro. Was hat die regulär gekostet? 12 Euro ungefähr. Ja, auf jeden Fall ist das so eine Nerf-Pistole. Vielleicht darf ich mit der auch mal schießen. Macht bestimmt Spaß. Robert hat hier noch so ein Erste-Hilfe-Set mitgenommen. Bestimmt, weil das so süß verpackt war, oder? Ja. Weil das so praktisch verpackt ist für 1 Euro statt für 2. Da ist so ein... Oder ist so dieses coole Klebeband drin, was man so abreißen kann. Ja, auf jeden Fall sind da halt Pflaster und so drin. Dann geht es weiter. Oh, ist das so viel, wa? Ich habe mir Malplatten geholt. Für jeweils 55 Cent statt 2 Euro. Und ja, das ist eigentlich ist das so ähnlich wie Leinwand hier oben. Man kann natürlich auch drauf malen. Aber wofür ich dachte, es ist nämlich günstiger als eine Kuchenplatte. Kleiner Tipp, wenn ihr in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis oder was auch immer, wenn ihr mal eine Windeltorte selber machen wollt, bei Teddy gibt es so eine Tortenteller. Die sind dann hier oben silber. Aber wie ihr seht, es gibt auch Malplatten. Die sind relativ stabil, ist besser wie Pappe. Es sei denn, ihr habt natürlich auch feste Pappe, aber das ist halt gleich in der Kreisform. Dann nehmt das als Untergrund für eure Windeltorte. Das eignet sich sehr gut dafür. Deswegen haben wir mal davon 2 mitgenommen und ja, ich werde definitiv bestimmt noch mal Tante oder vielleicht bekommt ja auch eine Freundin mal ein Baby. So, dann haben wir mitgenommen, also da ich ja auch so viele Nichten und Neffen und so habe, kaufe ich auch gern mal hier so Sachen, wenn die im Angebot sind. Natürlich auch, wenn sie nicht im Angebot sind, aber ich denke natürlich an die, auch wenn Sachen im Angebot sind. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar gab es Play-Doh-Knete. Und die finde ich richtig toll. Da sind 6 verschiedene Farben, naja, beziehungsweise schwarz und weiß ist auch mit drin. Aber da sind auch schöne Formen drin. Und das Schöne ist, die Formen könnte man theoretisch, die sind, also erstmal sind die nicht so scharfkantig, ist ja klar, weil es für Kinder ist. Die könnte man sicher auch noch fürs Backen benutzen. Da muss man die natürlich abkochen und so. Aber damit kann man bestimmt auch Plätzchen ausstechen, oder? Oder man holt sich zum Beispiel so eine lufttrocknende Knete. Dann kann man die auch noch benutzen. Also ich finde es auf jeden Fall super. Ja, das ist ein vernünftiges Geschenk ab 3 Jahren, wo die Kinder sich mit beschäftigen können. Und das hat 2,55 Euro statt 10 gekostet. So, dann... Ihr wollt nicht wissen, wie viel Geschenkpapier, Geschenkband und so wir schon haben in meiner Wohnung. Aber bei Robert noch nicht so viel. Deswegen 3-mal Geschenkband mit 9 Schleifchen und die sind richtig süß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist so, naja, lila und da sind so Herzchen drauf. Das ist sehr schön. Das hat 1 Euro gekostet statt 2. Das Ding ist, wir kaufen immer wieder so eine Sachen, wenn die im Angebot sind, aber wir benutzen unser Papier bestimmt 5-mal. Weil wir heben das immer auf und packen die Sachen dann wieder ein. Aber haben ist besser als brauchen. Und das wäre jetzt zum Beispiel sowas, das ist gut, dass es hier beim Robert ist, weil wenn der Robert mir was schenken möchte, dann nimmt er das hier zum Einpacken. So, dann sind wir noch ein bisschen eskaliert mit Helium-Luftballons. Die waren auch günstig, die sind sowieso günstig. Wir können auch sagen, die beim Teddy funktionieren auch, wenn ihr euch so ein Gas kauft. Ihr müsst bloß darauf achten, dass da auch wirklich Helium draufsteht, also dass die für Helium geeignet sind. Das ist wichtig. Ich glaube, beim Rossmann gibt es viele, die sind gar nicht für Helium geeignet. Und dann kauft man das und wundert sich, ja toll, das ganze Helium verschwendet und es funktioniert nicht. Da haben wir ein paar Happy Birthday Ballons und mit Katze und ja, genau. Sind einfach ein paar verschiedene. Ich zeige jetzt mal nicht alle, weil nicht, dass eine Person, die den kriegt, schon weiß, wie der aussieht.
Und dann gab es noch ein ganzes Set Handwärmer für 2,55 statt 5 €. Sind das 8 Stück oder 10 sogar? Steht das hier drauf? Acht wahrscheinlich. Ja, habe ich auch in der Schule habe ich auch immer einen mit. Ist super praktisch. Und dann gab es noch eine riesige Kerze. Oder hätten wir eigentlich Mutti auch einen mitnehmen können, war. Eine riesige Kerze für 1,55 € statt für 3 € und was hat die für eine Brenndauer? Steht das hier drauf? 93 Stunden. Kann man mal machen. Ja, Kerzen kann man auch immer da haben. Ihr wisst Bescheid, wenn der Strom ausfällt und so. Vergesst dann aber nicht, dass ihr ein Feuerzeug oder Streichhölzer habt. Und ich glaube, das war's. Oder habe ich was vergessen? Was sagt der Kameramann? Das war's. Okay. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, feine, super günstige Haul gefallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich bin sehr zufrieden mit den Sachen. Und worüber ich noch mehr zufrieden bin, dass ich nicht alles mitgenommen habe, nur weil es günstig war. Ja, ich habe nämlich wirklich alles überdacht und brauche ich das wirklich und so weiter. Und so viele Masken brauchen wir vielleicht nicht wirklich. Wir hoffen zumindest, dass wir sie nicht bald wieder wirklich brauchen. Aber für 20 Cent ist es nicht verkehrt, mal ein paar Masken auf Lager zu haben, würde ich sagen. Genau. Dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, jetzt überlege ich gerade, welchen Laden ihr am liebsten mögt. Also Action, Teddy, was ist noch so ein Ramschladen? Kick. Genau, schreibt mal, welchen ihr davon am liebsten mögt. Also ich glaube, am allerliebsten mag ich Teddy, weil wir halt da öfter hin können. Aber bei Action gibt es auch tolle Angebote. Auf jeden Fall war es das. Vielleicht wollte er den Mali nochmal sehen. Mali, komm mal her. Komm mal hoch. Komm mal her. Die Zuschauer wollen dich noch sehen. Komm mal her. Jetzt, er denkt immer, wenn wir ihn rufen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Komm mal hier. Bist du nass? Was hast denn du gemacht? Bestimmt draußen gewesen. Bist du draußen gewesen? Mali hat jetzt eine Hundeklappe und dann kann er immer rein und raus. Sag mal Hallo. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.